Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Angezockt. Wir wollen Monster Hunter Rise ein bisschen zocken. Ich habe so die Einführung schon gemacht, das war einfach zu viel Quatsch und so, da wäre das Video viel zu lang geworden. Und deswegen habe ich Charakter erstellen und so jetzt einfach mal weggelassen und nehme jetzt nochmal neu auf. Ich will nur schnell bei der Schmiede gucken, ob ich vielleicht schon irgendwas von meinem Zeug verbessern kann. Ach, ich habe hier schon gekriegt, oder was? Aber ich bin noch nur Stufe 3, was ich das benutzen kann wahrscheinlich. Kaufen. Rüstung schmieden. Rüstung schmieden. Ludo. Ja, da fehlt mir halt Zeug. Was zu verbessern? Filaki. Und deine Waffe? Mini. Ludo. Toshigenaki Gaho Metoti Monsterknochen. Ist die denn besser? Warte mal, die habe ich. Angriff 50, Stärke. Aber so fast stumpf, den muss ich da mal schärfen. Dann nehmen wir mal die Tapete. So. Die nächste Stufe wäre dann halt hiervon irgendwas, was uns noch nicht angezeigt wird. Jetzt. Dann brechen wir mal auf. Ich glaube, ich habe jetzt eine Erkunden-Quest angenommen. Monster Hunter ist schon ein geiles Spiel. Ich hatte damals auch ein cooles Team, also nicht ich, aber wir waren ein cooles Team auf der Wii. So. Da hoch sollen wir. Alles mitnehmen, was wir kriegen können. Oh, da ist ein Bienenstock. Das ist auch wieder so ein Spiel. Wo du hier richtig, wo du dich richtig ausleben kannst. Hier ist immer was zu finden. Da sind Monsterknochen. Ich muss hier immer noch rausfinden. Damit X ist absteigen. Okay.
War das erste Spiel auf der PS2, was man übrigens online spielen konnte, Monster Hunter. Wie gesagt, das macht richtig Spaß, wenn man zusammen. Man muss ja auch die Gegner immer wieder machen, wieder und wieder. Damit man halt genug Teile zusammenkriegt, um seine Rüstung zu verstärken. So Rattalusschuppen und was weiß ich alles. Ist ja nicht mit eh mal besiegen getan, weil du brauchst ja mehrere Schuppen für die Rüstung, für die Waffen und hast nicht gesehen. Nee. Jetzt muss ich nicht irgendwie auch so abstellen können, anders. Ach Mensch. Ich komme mit der Steuerung hier noch komplett durcheinander. Und hast nicht gesehen. Abgehauen. Tulachi! Ah, X, okay. Wo gehen wir hin? Da runter und dann gehen wir nach da lang. Gehen wir nach da lang, hört sich auch toll an. Und wenn du ein gutes Team hast, und allen das Spiel auch Spaß macht, dann kann das ein richtig geiles Spiel sein. Aber ist halt immer nicht für jeden was. Weil ist halt wirklich viel grinden. Lazi, Hokir. Hey, Jitra. Hey. Lerda Lagas. Wie ihr jetzt gerade gesehen habt, hier den Schwanz, den ich abgeschnitten habe. So ist es ja zum Beispiel auch beim Rattalus. Schwanz, Hörner, man kann hier die Teile alle abschlagen. Und braucht dann halt auch verschiedene Komponenten für verschiedene Rüstungen. Beziehungsweise Schwerter. Rob Tisser. Oh,
Oh, cool. Gesundheitiger. Leruda Lagas. Und da ist er. So. Ist abgehauen. Och, die feige Sau. Was war denn das mit dem Markieren? Mist, drei kaputt hier. Wollte mal gucken, ob ich es transportieren, so transportieren kann. Natürlich nicht. Lang. Kommt nämlich hier irgendwo angebottet, der Typ. Da ist er. Da, Rajinari! Garrettes Tock! Ficar! Größeren, da macht man das natürlich nicht so. Ja, Mann, da hat man dann noch Fallen. Dann kann man sich festhalten und kann man halt Horn abschlagen oder was weiß ich. Mund, Messer! Baby!
Mensch, ich wollte doch gerade ausweichen. Anzeige wäre nicht schlecht. Objekte. Ja, wo muss ich doch denn hier irgendwie? Ah, hier. Demi, Nefla. Super, mein Schwert ist wieder scharf. Dann nehmen wir das auch gleich natürlich wieder auf Trinken. Was haben wir hier? Blitzbombe, Fischifuß, Wurfmesser, Fallenkäfer. Dann wollen wir mal testen. Ich habe hier jetzt noch nicht großartig was versucht. Ja.
Chitra. Lörsi igate.
Rohes Fleisch. Ach, die Ranken kann ich hoch. Gut. Ranken kann man hochklettern. Hätte man auch gleich drauf kommen können. Das scheint betäubt zu sein. Schnell ausnutzen. Dass wir den noch ordentlich vermöbeln können. Ah, jetzt ist er weg. Mist. Da wiederholt. Aber das Ei bringt halt immer gut Geld. Thank you.
Demi, Nefra. Der war aber auch hartnäckig. Und so ist es halt auch mit den großen Monstern. Die, wenn du Fettpower hast, es ist, die kannst du, die verfolgst du durch 5-6 Teilgebiete von der Map, bis du sie dann halt mal halbwegs runter hast und dann musst du noch weiter. Und dann musst du auch aufpassen, wie du sie bekämpfst, damit du den nicht einfach, sagen wir, ihr wollt die Hörner sammeln, weil er Hörner braucht und Schwanz für irgendein Rüstungsteil. Ja, dann könnt ihr auch nicht wild drauf rumkloppen, weil sonst, ja, gehen die Hörner kaputt. Oder der Schwanz wird irgendwo unterwegs schon abgehackt und den hat man dann vergessen einzusammeln. Das ist uns auch schon ein paar Mal passiert. So, erledigt. Oh, auch noch Fragezeichen. Wow. Ich habe gehofft, dass jetzt hier vielleicht noch so Viech ist, dass wir hier noch jetzt. Ach, da. Ich komme immer noch mit den Tasten nicht so richtig klar. Ach, da ist noch einer. Ach, zwei. Hey, Jitra. Er hat jetzt auch keine Eier hinterlassen gegangen ist. Dann holen wir das hier noch. So, dann gehen wir mal. Hoppala, falsch. Schnellweise, Lager, jupp.
so zum Lager? So, jetzt gucken wir mal, was wir hier in der Truhe haben. Ach, die hat er schon abgeholt. Achso, die kann ich nicht nehmen. Wo ist denn das Ei hin? War der gleiche oder was? Mal angucken, was haben wir. Wieder Info. Was mit dem großen Monster? Okay, man kann hier also wieder. Terrasso. Muss ich nur noch gucken, wie ich wieder in die Stadt komme. Yep.
Soti. Gara Metura. Mit Durstigerchen. Bestätigen. Detailkarte. Entweder bin ich jetzt blöd oder keine Ahnung. Ich sehe jetzt nicht hier, wie ich wieder zurückkomme. Also wir haben den ja jetzt schon immer platt gemacht. Normalerweise war dann halt immer, dass es beendet war oder dass man halt Info. Erforsche die heiligen Ruinen. Achso, die heiligen Ruinen. Die sind da hinten. Okay, dann gut. Ich habe gedacht, weil der also gleich so prominent markiert war, dass wir den machen sollen. Aber wir sollen einfach die heiligen Ruinen machen, da müssen wir noch weiter durchrennen. Und das nehmen wir noch alles mit, natürlich, logischerweise. Besser als besser haben als brauchen. Terrazzo.
könnte jetzt natürlich die ganzen Viecher da unten noch mal greifen machen, aber... Artet dann nur in Arbeit aus. Aber wir sind jetzt schon hier bei 50 Minuten. Ich würde sagen, das sind die heiligen Ruinen, die wir erkunden wollen.
Kilbihorn. Ach, das kenne ich noch. Das. Och, da muss noch auf. Ach, Mann, ey. Hey, Dieter! Irgendeine Zutat, die braucht nicht für irgendein Gericht oder so. Ach, das hat aber ewig gedauert mit den scheiß Kilbihörnern. Die ganze Zeit waren sie immer da. Und dann auf immer, wenn du sie brauchst, waren sie alle weg. Hey. Ich hab's geschafft. Das findet man. Das ist manchmal Relikt aus. Alte Botschaft. Also es lohnt sich, wenn man auch manchmal komische Orte besucht. Okay.
Erforsche die heilige Ruinen. Restzeit 0. Bonus Locke, lokale Objekte, heilige Ruinen. Das muss doch das sein mit den heiligen Ruinen, oder nicht? Na komm, wo ist er denn? Achso, ich hab den ja nicht drin. Hui! Terrasso! Ah, hier sind ja auch Ruinen.
Oh, hier sind auch nochmal Ruinen. Hey, Jitter! So, ich bräuchte mal langsam. Los, Egate! Los, Egate! Los, Egate! Na, das sieht er. Zemu, huhos! Na, das sieht er. Zemu, huhos! Nire, mikio! Zemu, huhos! Das haben wir in den Dreh rausgeholt. Nire, mikio! Zemu, huhos! Nire Mikio. Hier kommen wir ja. Oh, ist eine Fette wieder. Dann machen wir uns mal hier lang. Terrazzo!
Flerda Lagas. Flerda Lagas. Ah, jetzt das Quest abschließen, aber doch. Dionys! Muss mich erstmal dran wieder gewöhnen, ey. Ich stand jetzt schon die ganze Zeit da und ich habe den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Aber wo ist alles? Wo ist mein Ei hin? Ich hab doch ein Ei dahin gebracht. Aber ich denke, das sollte jetzt auf den ersten Einblick reichen. Obwohl ich hier ein bisschen rumgeirrt bin. Kann halt auch mal ruhig sein. Das ist eine ruhige Mission, wo man einfach nur erkunden muss. Achso, hier können wir ja mit dem Schwert, können wir hier mit dem quatschen. Ah, Mabe, Nishida. Nome, Tref. Verkaufen. Lurgire. Divaigire. Hatten wir für den nicht irgendwie so ein Schwert gekriegt oder so? Yoshi. Afito. Hm. Ho.
Zajihodo. Ich weiß jetzt nur ja nicht, wo man das findet, aber naja. Können wir ja nur suchen. Kaufen, was hat er denn? Ob ja, wenn nicht. Dann gucken wir mal, was wir bei dem hier reisen können. Da! Jula! Sitte se! Made to Jolari! Bitk! Le Capito! Lido! Lini! Ludo! Oh, hier können wir jetzt erweitern. Aber wir haben ja hier 90 Schaden, also Angriff. Aber die nutze ich dann halt weniger ab. Das lasse ich erstmal so. Rüstung schmieden. So, und hier ist jetzt praktisch, so sieht es dann aus, wenn ihr denn halt Tiere erlegt habt. Hier, das ist halt weg. Seht ihr das praktisch hier? Das ist die Azuro-Set. Ja, das ist halt dieser Typ, den, also dieses Monster, was wir da ewig halt besiegt haben, so ewig gebraucht haben, um ihn zu besiegen. Das ist die komplette Rüstung. So sieht die halt aus. Also praktisch rechts da. Das ist jetzt meine Rüstung, das ist die hier oben. Nee. Doch, die habe ich an. Und hier unten, dann kann man dann halt so sehen. Und dafür brauchen wir, um diese Rüstung herstellen zu können, brauchen wir zum Beispiel, also hier ist halt nur die Werte, und das wär, dann seht ihr ja, hier, ich habe jetzt diese oben an, das ist dann halt die Arme, Beine, Brustpanzer und Helm. Brustpanzer, Helm, Arme, Beine, so. Also unten das auch noch. So, und da brauchen wir jetzt für den Helm Pelz von dem, zweimal. Wir haben zweimal. Und eine Schiene haben wir auch einmal. Und warmer Pelz brauchen wir auch. Haben wir alles. Wir könnten jetzt dieses Ding herstellen, kostet uns 200. Aber für, ne, für den Panzer brauchen wir auch Pelz. Oh, so geht das halt voran. Ich zeig euch das mal. Ich will nur gucken. Ja, komm, scheißegal. So. Ich stelle jetzt einfach mal den Panzer her. So, jetzt habe ich ihn an. Seht ihr ja? Und das war's schon. Mehr kann ich nicht herstellen. Ich müsste jetzt wieder gegen ihn kämpfen. Um nochmal Pelz zu bekommen. Einmal. Um den Helm herzustellen. Und natürlich noch andere Sachen. Hier brauche ich auch noch Panzer von ihm. Einmal. Noch einmal. Den brauche ich ja hier Gott sei Dank nicht. Also könnte ich mir jetzt nochmal besiegen. Praktisch den Helm. Wenn ich Glück habe. Und die Armschienen machen. Hier brauchen wir aber dann auch noch einmal Panzer. Also, und Pelz brauchen wir zweimal. Und den anderen Rest, den haben wir ja schon 22 Mal. Also müssten wir hier für Alene den nochmal besiegen. Und hierfür auch nochmal. Nur um das halt fertig zu kriegen. Und ihr habt da dann praktisch die ganzen Tiere, die ihr seht oder begegnet oder bekämpft, wo es, wie man Rüstung machen kann, die seht ihr dann hier und könnt euch dann halt die Rüstung hier nach und nach zusammenbauen mit den Teilen. Natürlich ist, wenn man jetzt in ein Level reingeht und man in einem höheren Rang ist und man hat vorher zum Beispiel den Rattalus platt zu machen, das ist jetzt was Größeres. Und da sind halt dann auch noch so kleine Viecher, was weiß ich. Keine Ahnung. Wie sagt dieser komische Vogel mit dem. Mit dem, wo sich vorne aufbläht und dann irgendwelche komischen Dinger macht. Komm nicht auf den Namen. Die macht man natürlich mit platt. Und auch den Echsen und so, da kriegt man da Knochen, dies, jenes, das, was ich sehe. Und dann kannst du halt
machst du halt zwei, dreimal die Quest mit dem Rathalos, damit du halt ordentlich Teile für den Rathalos vom Rathalos kriegst. Musst du halt gucken, dass du halt auch die richtigen Teile besorgst. Nicht, dass du halt die ganze Zeit Schwanz brauchst und du prügelst den Schwanz nicht ab. Du machst dann halt, wie ist halt so, machst ihn platt. Du musst den Schwanz schon richtig abschlagen. Also musst du halt fixieren auf den Schwanz, damit du halt den abschlägst, damit du den einsammeln kannst. Und Schuppen in der Reihe, was weiß ich. Macht man dreimal mit irgendwelchen Nebenmonstern und dann kriegt man schon ordentlich Rüstungsteile zusammen. Auch von anderen Rüstungssets, dass man dann alle komplett hat. Und natürlich braucht man dann halt auch noch für die Waffen. Ja? Also, so, wenn wir jetzt hier zum Beispiel, jetzt haben wir hier durch den nochmal Langschwert. Nicht herstellen, weil uns dann noch scharfe Klauen fehlen. Also auch von dem Viech, also müssen wir das halt nochmal platt machen. Hier, da hat man was. Da fehlt uns natürlich was, dann hätten wir das herstellen können. Und so kommt es dann halt immer noch weiter und da wird dann halt noch andere Zeug aufgedeckt. Also mit, dass du halt mit, vom Rathalos aus dir Waffen herstellen kannst mit seinen Knochen und was weiß ich alles. Also es macht wirklich, es macht Spaß im Team. Also es ist wirklich ein Teamspiel. Wenn ihr ein gutes Team habt und so, macht das wirklich, gebe ich euch Brief und Siegel drauf, macht das unheimlich Spaß, die Viecher zu jagen, sich abzusprechen. Und jetzt kriegen wir ja Discord bald auf der Playstation. Leider hat das jetzt nicht Crossplay, dass du halt mit der Xbox-Leute spielen kannst, aber vielleicht gibt es ja sowas dann demnächst, wenn wir alle Discord haben, öfters. Bei der nächsten Nintendo-Konsole vielleicht auch endlich mal, dass Nintendo da mal ein bisschen aus dem Arsch kommt. Und dann können wir uns alle untereinander unterhalten. PlayStation, Xbox, PC, Nintendo-Leute und welche, die ja gerade am Handy sind, weil sie unterwegs sind, was weiß ich. Und dann kann man, dann lohnt sich sowas natürlich auch, wenn man ein großes Team hat oder Leute hat, der hat diese, der hat jene Konsole. Ja, und dann kann man dann sich schon zusammenschließen und schön Aufgaben erledigen. Aber nichtsdestotrotz, 1 Stunde 25. Es ist viel zu lange geworden. Ich mache jetzt den Schluss. Ich wünsche euch was. Ich hoffe, hat euch gefallen. Däumchen wären Träumchen. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Sagt euer Odin.